Superöffentlichkeit, öffentliche Supername ist Tom beschäftigt, ist Zwischengelehrter 1901. Er wurde von einer schweren Krankheit zu der Zeit des Sterbens leidet, gibt es Aktien senken Körper die Hitze plötzlich fühlten, allmählich zu steigen, Oberschenkel Rose, Kalb Stab, steigt auf den Bauch, Oberschenkel und Stab, Rose Magengrube, das Herz ist die am schwierigsten zu sterben. So Kindheitserinnerungen und längst vergessene mögliche kleiner Dinge kommen zusammen mit der harten Arbeit, wie eine Flutwelle in den Köpfen der Elf zu schwimmen. Jedes Mal, gute Tat erinnern, fühlte ich Klarheit und innere Ruhe, man denke an einen bösen Geist und Heule gerührt fühlte, sowie in der Pfanne braten allgemeinen, den schmerzhaften Geschmack, kann es wirklich nicht in Worte fassen. Denken Sie 78 Jahre alt, er hatte Exploration Nestküken zum Spaß getötet herausgezogen wird. Nur diese eine Sache, macht es das Blut von seinem Kopf wie ein Flutkamm, um eine Mahlzeit der Zeit, bis sich langsam beruhigt, bis zu seinem Leben getan hat, eins nach dem anderen, wie die Flut in den Sinn gekommen, nur diese Art von Wärmestrahlen strahlt durch den Hals zu finden, die direkt in das Gehirn und von der Oberseite des Kopfes aus, wie Rauch aufsteigt. Nach circa mehr als eine Stunde, wurde vom Körper getrennt die Seele wegtrieb, vergessen Sie die Schall. Diese Seele schwimme entlang, hilflos keine Rückkehr, außerhalb der Stadt auf der Straße wandern. Zu dieser Zeit ein Riese kam, Fußfüße hoch, nahm der die Suppe Rekruten auf die Seele nach oben, auf dem Ärmel, eine Seele in die Ärmel, und fand, dass es eine Menge Leute gewesen ist, mit dem Beinen Schulterdruck, Luftverschmutzung, es unerträglich Gefühl unterdrückt ist, kann ich nicht ausstehen. Tom Rekruten erinnerte sich plötzlich, dass nur der Buddha Not retten, sie zu beten beginnen, Buddha, nur drei oder vier Klang, Geruch Seele an den Ärmeln von Riesen zu lesen, auf den Boden fallen, Giants hob ihn sofort zurück, so dass die Giants wie anhielt ihn dreimal, ihn wieder aus der Hülse dreimal fiel, der letzte Riesen endlich weg, Tom rekrutiert Seele allein da drin, ich weiß nicht, wohin sie gehen zu tun. Denken Sie an den Buddha in den westlichen Gebieten, so dass er in den Westen ging, eine kleine Weile, und seinen Mönch in der Meditationsstraßenrand, er würde grüßen den Weg zu stellen. Monk sagte die Leute, die das Buch von Leben und Tod, durch das Rohr Ruhm von Wenken und Disziplin des Konfuzius II verantwortlich lesen, müssen sie zuerst die Namen von Elf sie abzumelden die Unterwelt zu verlassen, woanders hinzugehen. Tom und beschäftigt Ku Wenkang und den Aufenthalt von Konfuzius, der Mönch erzählte ihm alles, und dann lief in die Richtung Suppe gemietet Mönch angegeben. Ein Augenblick später Tom kam Loch Tempel, Konfuzius sieht mit Blick auf die Südspitze dort sitzt, wie wenn er am Leben war, wie Bogen Gruß zu mieten. Konfuzius sagte Veränderung des Lebens und des Todes Roster, noch Wenkang verantwortlich besessen, so ging der nach Wenkang auf der Straße aufgezeigt, Tom rekrutierte hastig alt nach vorn, sah einen Diange, wie der Palast des Kaisers als großartig, er bogen respektvoll hinein nach unten, und sicher genug, es war ein Mann Gottes, und die Welt sieht immer Wenkang aus wie genau das gleiche gesehen, Superrekruten fielen auf den Boden nieder und beteten. Wenkang weiß, was er Superrekruten wollte, während Drake Roster beiseite und sagte, sie ehrlich, Charakter richtig, angeblich die Welt überlebt, aber ihr Körper abgeklungen ist, zusätzlich zu der Göttin der Barmherzigkeit, die nichts tun kann, so dass er einen Weg, um ihn darauf hingewiesen, lassen sie ihn Geschwindigkeit macht die Göttin der Barmherzigkeit, um zu sehen, stellte Suppe Aufträge zu gehen, er ging, sah plötzlich einen üppigen Bambusstämme und von einem prächtigen Tempel beschattete, ich ging hinein und sah die Göttin der Barmherzigkeit ihr ein schneckenförmiges Brötchen, würdiges Auftreten, golden Gesicht so schön wie der Vollmond geben, steckten Pappelzweige auf dem Vordersitz des Wassermanns, YYY Feld, grünen Rauch, Tom rekrutiert respektvoll verbeugte, beschrieb die Bemerkung Wenkang, der Göttin der Barmherzigkeit, sagte er verlegen war. Tom konnte nicht mieten Icon, weiter gab es Lohan sagte, Buddha da Fahrkraft werfen kann das Fleisch einen Haufen Erde, Faltenswitch Grasknochen machen kann Göttin der Barmherzigkeit des Plätscher jedes Lohan versprochen,
faltete die Hände unter Switchgas, Wasser in der Vase gießen, Rainer und wurde Schlamm auf dem Schlamm und Rutenjase wurden in der Suppe bestellt Körper geschossen angebracht. Lassen Sie schickte ihn Bur zum Parkplatz des Sarges zurück, schob die Seele nahe beieinander auf der Schale, dann umdrehen und stöhnen und Tonsuppe rekrutiert Sarg, Suppe Familie angeheuert werden vor dem Sarg versammelt entsetzt. Öffnen Sie den Sarg und hob ihn aus der Suppe zeremoniellen Kleid Öffentlichkeit verheilt ist. Berechnung Suppe männlicher Geist hat ein 49 Tage.